Parfüm, ein Luxusgut mit Duftölen aus der ganzen Welt. Rohstoffhandel in der Parfümindustrie ist wirklich ein globales Phänomen. Vor Ort schwer zu kontrollieren, wie beim wilden Adlerholz. Wir wissen, dass auf dem Parfümmarkt oder in der Aromatherapie riesige Gewinne mit Adlerholz gemacht werden. Wildes Adlerholz zu handeln ist illegal, außer es gibt eine Sondergenehmigung. Das Problem. Die Parfümindustrie hat eine Kultur der Geheimhaltung. Könnte illegales Adlerholz auch in europäischen Parfüms landen? Der Nationalpark Phong Nha Ke Bang in Vietnam an der Grenze zu Laos. Eine Spezialeinheit der Forest Ranger durchstreift tagelang das 120 Hektar große Naturschutzgebiet. Wenn wir heute patrouillieren, dann achtet auf Spuren von Wilderern und Pflanzenräubern. In all diesen Sektoren hier. Unsere Aufgabe ist es, Verbrecher aufzuspüren, also Leute, die gegen die Naturschutzgesetze verstoßen, zum Beispiel, weil sie illegal Bäume fällen, Pflanzen rauben oder wilde Tiere fangen. Pham Van Thanh und seine Männer sind heute auf der Suche nach Räubern von Adlerholz. Ein Kilo des Holzes kostet auf dem Schwarzmarkt zwischen 30.000 und 100.000 Euro. Als teurer Rohstoff ist das duftende Holz gefragt, auch in Europa. Die Ranger suchen nach Spuren entlang der Schmuggelrouten und untersuchen Adlerholzbäume auf Verletzungen. Denn die Dufträuber ritzen die Bäume absichtlich an. Sie wollen erreichen, dass bestimmte Pilze eindringen. Nur dann bilden die Adlerholzbäume das wohlriechende und begehrte Harz, mit dem sich die Bäume gegen die Verletzung wehren. Adlerholz ist auch unter der Bezeichnung Oud oder Agarwood bekannt und steht auf der CITES-Liste der gefährdeten Arten. Jeglicher Handel mit dem Holz unterliegt strengen Vorschriften. Das Fällen von Bäumen im Nationalpark steht unter Strafe. Die Zeichen sprechen eine Warnung aus. Abholzen strengstens verboten. Adlerholz bringt sehr, sehr viel Geld. Das liegt daran, dass sein Öl zur Herstellung von Parfüms und in der Aromatherapie verwendet werden kann. Wir sind keine Experten, was die Nutzung von Adlerholz angeht. Aber wir wissen, dass das Holz aufgrund seiner Anwendungsmöglichkeiten einen sehr hohen Preis am Markt erzielt. Die Profite sind enorm. Und weil das so ist, gehen die Dufträuber jedes Risiko ein, um an Adlerholz aus der Wildnis zu gelangen. Heute installieren die Ranger Fotofallen, die eigentlich für die Wildtierbeobachtung im Nationalpark gedacht sind. Der Park steht seit 2003 auf der Liste der UNESCO-Weltnaturerbestätten und ist für seine Biodiversität bekannt. Die Fotofallen sind auf Adlerholzbäume gerichtet und mit Bewegungsmeldern ausgerüstet. Das Ziel der Ranger ist, Fotos der Holzdiebe zu erhalten. Wir wissen nicht genau, wie die illegalen Exporte und der Handel mit Adlerholz vonstatten gehen. Denn unsere Aufgabe ist es vor allem, den Nationalpark zu schützen. Wie die Schmuggelware aus dem Park gebracht wird, entzieht sich unserer Kenntnis. Es gibt Lieferungen nach Übersee, das ist bekannt. Und sie haben ihren Anfang auch im Phong Nha Ke Bang Nationalpark. Aber viel mehr wissen wir leider nicht. Offiziell darf Adlerholz nur exportiert werden, wenn seine Entnahme aus der Natur ausdrücklich genehmigt wurde. Oder Dokumente bestätigen, dass es nachweislich von einer Plantage stammt. Aber die Zertifikate lassen sich leicht fälschen und Kontrollen gibt es kaum. Dr. Julia Riedmeier ist Wirtschaftswissenschaftlerin und Dozentin an der Munich Business School und der Universität von Monaco. Sie forscht zum Thema Luxusmarken und Nachhaltigkeit.
Dabei untersucht sie auch die Kontrollen im Rohstoffhandel und deren Schwachstellen. Rohstoffhandel in der Parfümindustrie ist wirklich ein globales Phänomen. Wie wir hier auch an der Weltkarte sehen, haben wir einerseits Rohstofflieferanten. Das kann das Adlerholz aus beispielsweise Vietnam sein. Wir haben Patchouli aus Indonesien oder Süßgras, Haiti, mit Vetiver. Rohstofflieferanten alleine können nicht in der Verantwortung sein, sondern es geht immer auch Auftraggeber und derjenige, der es bezieht. Aber auch wir als Konsument, Konsumentin müssen uns die Frage stellen, welche Rolle trage ich und welche Verantwortung sollte ich in dem Konstrukt haben, um Dinge auch nach vorne zu bringen und die Verantwortung, Transparenz auf alle Akteure in dieser komplexen Wertschöpfungskette auch in die Pflicht zu nehmen. Dr. Julia Riedmeier hat selbst bei einem französischen Mode- und Parfümgiganten gearbeitet und weiß, dass in der Branche Milliarden verdient werden. Im internationalen Duftmarkt wurden allein im vergangenen Jahr 46,5 Milliarden Euro umgesetzt. Der Bedarf an natürlichen Inhaltsstoffen ist groß, da natürlich für qualitativ hochwertig steht. 26.000 verschiedene Pflanzenarten werden in der Parfümindustrie genutzt. Viele stammen aus der Wildnis und stehen auf der Liste der gefährdeten Arten. Natürlich, aber nicht zwingend nachhaltig. Der Markt wächst kontinuierlich, denn Parfüm wird auch für Duftkerzen, Raumdüfte und für die Aromatherapie verwendet. Seine Fähigkeit, die Stimmung zu beeinflussen, macht es so begehrt. Durchschnittlich geben die Deutschen jährlich 1,3 Milliarden Euro für Düfte und Parfüm aus. Salam Baldafit, ja. Wirklich sehr beliebt. Das soll so ein bisschen den afrikanischen Kontinent darstellen, vereinen oder auch eine große Party halt so ein bisschen darstellen. Der ist spritzig am Anfang, ja. Mit zitronigen Noten, weiße Blüten und dann ganz weich mit schwarzen Amber. Woher die Inhaltsstoffe kommen, ist für Kunden schwer zu erkennen und es ist auch nicht Teil ihrer Kaufentscheidung. Es sind andere Fragen, die Käuferinnen und Käufern eines Parfüms wichtig sind, wie der Einkaufschef eines großen Münchner Kaufhauses weiß. Die Inhaltsstoffe und die Herkunft der Inhaltsstoffe wird auf jeden Fall angefragt. Auch ob es natürliche oder synthetische Inhaltsstoffe sind, da hört es dann allerdings auch auf. Nachhaltigkeit steht beim Kauf von Parfüms also nicht an erster Stelle. Und es wird selten hinterfragt, woher die Rohstoffe stammen. Auch wenn Parfüm nur zu 1% aus Duftöl besteht, jeder Tropfen zählt. Im Hinterland von Grasse lebt und arbeitet die Parfümeurin Delphine Thierry, eine von 2000 anerkannten Parfümeurinnen weltweit. Delphine Thierry hat sich einem neuen Konzept verschrieben. Ihre Parfümkreationen sollen nachhaltig sein. Auf Rohstoffe aus geschützten Pflanzenarten verzichtet sie daher ganz bewusst. Thierry ist Absolventin der renommierten Parfümschule Isipka in Versailles und hat einige der erfolgreichsten Düfte bekannter Pariser Luxusmarken kreiert. Ihre Erfahrung hilft ihr nun zu verzichten. Heute vermeide ich es, Rohstoffe zu verwenden, die auf der CITES-Liste der gefährdeten Arten stehen. CITES ist die Organisation, die festlegt, welche Pflanzen vom Aussterben bedroht sind. Und Adlerholz gehört dazu. Ebenso wie Guaiac-Holz, das ich sehr oft verwendet habe, bis ich erfahren habe, dass es eine geschützte Art ist. In ihrer Zeit als Chefparfümeurin bei einem großen Parfümhersteller arbeitete sie viel mit seltenen Ölen. Auch mit dem Öl des Adlerholzbaumes. Adlerholz ist sehr facettenreich und animalisch. Es hat eine holzige und eine pilzige Note, da es aus der Symbiose zwischen einem Pilz und dem Baum entsteht. Kräftig, aber auch roh. Außerdem sehr warm. Für mich ist es ein Geruch, der sehr fleischlich ist. Sehr sinnlich. Hallo Delphine. Hallo. Comment ça va?
Die unabhängige Parfümeurin arbeitet mit jungen Start-ups zusammen, die mit ihren Marken das Thema Nachhaltigkeit und Naturschutz in den Mittelpunkt rücken. So wie Karine Thoron aus Paris, die bei Delphine eine Duftkreation in Auftrag gegeben hat. Gemeinsam entwickeln die beiden Düfte, die zwar rein pflanzlich sind, aber keine geschützten Arten enthalten. Konnte sich Delphine Thierry früher aus 2000 Duftnoten bedienen, bleiben ihr heute nur rund 250. Dass Nachhaltigkeit in der Parfümindustrie vorangetrieben wird, liegt auch in der Hand der Parfümeure. Und birgt doch ein Problem. Die Parfümindustrie hat eine Kultur der Geheimhaltung. Man gibt die Rohstoffe nicht preis. Wir geben die Formeln nicht heraus. Sie bleiben Eigentum des Unternehmens oder das der Parfümeure. Wenn man sich die Liste der Inhaltsstoffe ansieht, die in Parfüms verwendet wurden, dann erkennt man nicht die Rohstoffe. Es tauchen nur die Düfte auf. Das war es. Immerhin. Ein Teil der Branche hat die Notwendigkeit eines Kurswechsels erkannt. Es ist also eine ganz neue Bewegung, die heute mit mehr Transparenz von Seiten der Marken beginnt. Aber auch von Seiten der Rohstoffpartner, die bereit sind, die Herkunft ihrer Rohstoffe und die Praktiken im Zusammenhang mit diesen Rohstoffen offenzulegen. Grasse in Südfrankreich gilt als die Duftmetropole der Welt. Im Mittelalter war Grasse eine Gerberstadt. Doch weil das Leder so stark nach Verwesung roch, tauchte man es in duftende Bäder aus den Blüten der Provence. Lavendel, Myrte, Jasmin, Rose, wilde Orangenblüte und Mimose. Seitdem werden in Grasse Blüten, Gräser und Hölzer destilliert, bedampft und fermentiert. Auch Delphine Thierry bezieht ihre Rohstoffe aus Grasse, zum Beispiel vom Familienunternehmen Roberté, dem achtgrößten Riechstoffhersteller weltweit, mit einem Umsatz von 525 Millionen Euro jährlich. Die Parfümeurin wählt ihre Parfümöle mit großer Sorgfalt aus, nicht nur hinsichtlich der Qualität des Öls, sondern auch der Herkunft. Ich glaube, dass wir uns immer bewusster werden, wie unsere Industrie agieren sollte. Wenn wir als Parfümeure einen Rohstoff verwenden und auswählen, sollten wir wissen, wie er produziert wurde, wie er angebaut wurde, unter welchen Arbeitsbedingungen die Menschen diesen Rohstoff produziert haben. All das sind Informationen, auf die wir als Parfümeure nicht unbedingt Zugriff haben. Aber es ist wichtig, sich diese Informationen zu beschaffen, um zu wissen, was man verwendet und was man dem Verbraucher letztendlich anbietet. In Grasse beruft man sich auf Tradition und vermarktet das Image einer sauberen Industrie, die hochwertige Inhaltsstoffe verwendet. Mehr als 10.000 Tonnen Blüten und Gräser werden in Grasse in einer Saison zu Parfüm verarbeitet. Bei Roberté wird heute Öl aus dem mediterranen Honigklee gewonnen. Seine Blätter und Blüten duften intensiv nach Heu und Waldmeister. Eine Tonne Honigklee ergibt lediglich einen Liter Öl. Zwar arbeitet Roberté seit Jahren an einem nachhaltigen Programm und unterstützt lokale Landwirte und Gärtner, die ohne Pestizide arbeiten und keine gefährdeten Arten verwenden. Doch auf Adlerholz will man auch hier nicht ganz verzichten. Nach eigenen Angaben bezieht Roberté das Adlerholz nur aus nachhaltigen, zertifizierten Plantagen in Malaysia. Auch im Sortiment des Parfümherstellers Fragonard finden sich Parfüms mit der Duftnote Adlerholz. Auf die Nachfrage, woher das Öl stammt, antwortet das Unternehmen, es gäbe seine Rohstofflieferanten nicht preis. Dabei bemüht man sich ansonsten um Transparenz, betreibt mit Parfümseminaren und Führungen eine rege Öffentlichkeitsarbeit. Fragonard zählt zu den ältesten und größten Traditionsbetrieben in Grasse.
Anders als früher bedient man sich heute an einer Vielzahl von Rohstoffen. In einem Parfüm können zwischen 20 bis über 100 verschiedene Substanzen stecken. Woher sie kommen, wie nachhaltig sie sind, ist nur für Eingeweihte zu erkennen. Immerhin, Fragonard gewährt Dr. Julia Riedmeier Zugang zu Informationen, die anderen verschlossen bleiben. Die Wirtschaftswissenschaftlerin arbeitet an einer Publikation und überprüft dazu die Nachhaltigkeitsbemühungen etwa bei Fragonard. Das Potenzial sei prinzipiell da. Luxusmarken haben den Vorteil, sie können in Forschung investieren. Dabei profitieren sie natürlich auch davon, dass gewisse Warenströme auch gesichert werden können. Und auf der anderen Seite erziehen und sensibilisieren sie auch Konsumentinnen oder Konsumenten, dass nachhaltige Produkte auch einen entsprechenden Preis haben. Auch der Luxusbegriff hat sich verstärkt geändert über die letzten Jahre. Ja, bedingt auch durch die jungen Konsumenten und Konsumentinnen, die verstärkt nachfragen, woher kommen genau meine Produkte, meine Rohstoffe, wer macht eigentlich mein Produkt? Beim weltgrößten Duftstoff- und Aromenhersteller Givaudan in der Schweiz werden jährlich 6,5 Milliarden Euro umgesetzt. Das Unternehmen beliefert alle großen Parfüm- und Kosmetikgiganten mit natürlichen und künstlichen Riechstoffen. Unter strengster Geheimhaltung forscht man hier zu Duftmolekülketten. Dominique Lelièvre arbeitet in der Riechstoffentwicklung und entschlüsselt die Geheimnisse der Duftarchitektur. Er geht nur nach seiner Nase. Rund 8000 Düfte lagern in seinen Probenschränken. Auf natürliche Düfte kann er als Parfümeur noch nicht ganz verzichten. Von den edlen Parfümkreationen bis hin zur Produktion von Konsumgütern verwenden wir natürliche und synthetische Inhaltsstoffe. Nur in dieser Mischung erreichen wir die Dichte, die Stabilität, die Technik und können die Schönheit der Moleküle wirken lassen. Die Jagd nach seltenen Düften aus der Natur hat bei Givaudan Tradition. 1996 startete das Unternehmen Expeditionen, um in den entlegensten Gegenden der Erde nach unbekannten Pflanzen und Düften zu suchen. Unter der Leitung des Chemikers Roman Kaiser sammelten die Duftjäger unbekannte Duftproben aus der Natur. Duftet sie? Nein. Oh doch, sie duftet. Gut. Roman Kaiser wollte das Plündern der Natur nicht fortsetzen und wurde zum Pionier der Nachhaltigkeit. Er entwickelte ein schonendes Verfahren, um Düfte von lebenden Pflanzen zu gewinnen, das sogenannte Headspace-Verfahren. Ein Glaskolben wird über eine lebende Pflanze gestülpt. Eine Pumpe zieht die Umgebungsluft außerhalb des Kolbens durch ein Röhrchen ins Kolbeninnere. Der Luftstrom nimmt die Duftmoleküle aus der Pflanze auf. Über ein zweites Rohr gelangen die Moleküle zu einem Filter. Das Filterpapier wird mit einer kleinen Menge Lösungsmittel behandelt. Die Moleküle des Duftstoffes lösen sich in dieser Flüssigkeit und können nun analysiert und synthetisch nachgebaut werden. Die Pflanze wird während des ganzen Vorgangs nicht beschädigt. Dieses Scent-Track-Verfahren findet heute noch Anwendung bei Givaudan. Im Innovationszentrum sind 300 Mitarbeiter damit beschäftigt, natürliche Duftstoffe zu analysieren und chemisch nachzubauen. Die Chemikerin Corinne Baumgartner arbeitet mit künstlicher Intelligenz, Biotech-Verfahren und DNA-Analysen, um die Geheimnisse natürlicher Düfte zu entschlüsseln. Die Natur ist wirklich gut darin, eine Komplexität aufzubauen. Wenn man also einen natürlichen Inhaltsstoff hat, dann ist das bereits ein kleines Parfüm. Wenn man einen synthetischen Inhaltsstoff kreiert, dann ist das nur eine einzige Substanz. Und meist ist der Duft nicht so komplex wie ein natürlicher Inhaltsstoff. Es ist also wichtig, dass wir bei Givaudan mit guten Parfümeuren zusammenarbeiten, die diese synthetischen Duftstoffe so vermischen können, dass wir damit denselben Effekt wie in der Natur erreichen. Am Ende ist es eine Mischung aus Wissenschaft und Duftkreation, die die Natur imitieren soll. Aber es ist sehr schwer, wenn man mit einer Substanz die Natur imitieren möchte. Die Natur ist eine ziemlich coole Chemikerin. Könnten synthetische Riechstoffe natürliche Duftstoffe vollständig ersetzen, wäre dies ein großer Schritt für den Erhalt der Artenvielfalt.
Doch einige Düfte geben ihre Geheimnisse nicht preis. Bisher gelang es nicht, sie im Labor nachzubauen. Wenn wir zum Beispiel den Duft von Vetiver analysieren, und das können wir, dann finden wir eine riesige Menge an Duftkomponenten, die da zusammenkommen. Und sehr oft sind es die Moleküle, die nur in sehr geringen Mengen vorkommen, die eine große Wirkung haben. Und diese Moleküle sind es, die es uns so schwer machen, sie eins zu eins zu ersetzen. Auch der Duft von Adlerholz kann noch nicht synthetisch erzeugt werden, weil er zu komplex ist. Daher greift Givaudan auf echtes Adlerholz zurück und versichert: Givaudan verwendet nur eine kleine Menge Adlerholz. Der Großteil der Produktion stammt von privaten Plantagen. Adlerholz ist eine gefährdete Art und steht unter dem Schutz von CITES. Wir von Givaudan kaufen nur sehr kleine Mengen und diese sind durch CITES zertifiziert. Überhaupt strebe man mehr Nachhaltigkeit an, so Jeremy Compton, Chef der Forschungsabteilung bei Givaudan. Wir müssen sicherstellen, dass der gesamte Herstellungsprozess nachhaltig ist und nicht nur der pflanzliche Rohstoff. Der Einfluss auf die Menschen im Herkunftsland, der Ort, an dem man etwas anbaut und wie man es schützt. Und man muss sicherstellen, dass es auch in Zukunft eine Ernte geben wird und keinen maßlosen Konsum. And not over-consuming them. Im weit entfernten Vietnam sieht die Realität ganz anders aus. Vor Einbruch der Dunkelheit verlassen die Ranger den Nationalpark. Der Druck auf die Herkunftsländer gefährdeter Rohstoffe aus der Natur wächst, so wie in Vietnam, wo die letzten Adlerholzbäume in Gefahr sind. Die Ranger kämpfen auf einsamen Posten. Eine lückenlose Überwachung des Nationalparks ist ihnen nicht möglich. Und für die Menschen in den umliegenden Dörfern ist die illegale Abholzung von Adlerholz oft der einzige Weg, der Armut im Land zu entkommen. Die Pflanzenräuber, die wir bei unserer Arbeit als Ranger des Nationalparks erwischen, sind hauptsächlich Einheimische. Aber es gibt auch ausländische Diebe, die illegal ins Land einreisen. Sie nutzen die Schmuggelrouten, um darüber gewilderte Tiere und wertvolle Hölzer über die Grenzen zu transportieren. Dann verliert sich ihre Spur. Wenn es jedoch um das Fällen der Bäume geht, stecken meist einheimische Täter dahinter. Sie wohnen in den umliegenden Dörfern und kennen sich in den Wäldern aus. Die großen Profite bleiben jedoch nicht bei ihnen hängen. In teuren Boutiquen in Hanoi wird das begehrte Holz offen angeboten. Ob es von Plantagen stammt oder illegal aus der Wildnis entnommen wurde, lässt sich nicht überprüfen. Denn Zertifikate lassen sich leicht fälschen. Aus illegalem Adlerholz wird schnell legales Plantagenholz. Vietnam ist inzwischen auch die Drehscheibe für den illegalen Handel mit Adlerholz aus Laos und Kambodscha. Laut des World Wildlife Crime Reports der UN blüht das Geschäft mit dem begehrten Stoff. Im Forschungszentrum Jülich hat man dem Raubbau an den Adlerholzbeständen den Kampf angesagt. In einem gemeinsamen Forschungsprojekt mit Indonesien hat man hier DNA-Marker entwickelt, mit denen zweifelsfrei nachgewiesen werden kann, ob das Adlerholz aus wilden Beständen oder von legalen Plantagen stammt. Professor Dr. Ulrich Schurr und sein Team verfolgen das Ziel, die Artenvielfalt zu erhalten und der Parfümindustrie hochwertiges Adlerholzöl aus Plantagen zur Verfügung zu stellen. Die Natur an sich bietet ja unendlich viele Möglichkeiten an Duft, an Aroma, an auch anderen werthaltigen Prozessen oder werthaltigen Substanzen, die Pflanzen drin haben. Und natürlich ist dann das Interesse, diese auszunutzen, auch da und hoch.
Wo man sich natürlich Gedanken darüber machen muss, dass das nachhaltig passiert. Das heißt, wir wollen natürlich nachhaltig in allen drei Dimensionen. Das heißt, ökonomisch nachhaltig, ökologisch nachhaltig, aber auch sozial nachhaltig. Unter der Leitung von Dr. Claudio Cerboncini reisten die Jülicher Forscher 2009 nach Indonesien, um die Adlerholzbäume vor dem Aussterben zu bewahren. Hier im Dschungel stießen sie immer wieder auf Adlerholzbäume, die mit rostigen Nägeln traktiert worden waren. Diese Verletzungen sollten eine Pilzinfektion bewirken, gegen die sich die Pflanzen mit der Bildung des duftenden Harzes wehren würden. Eine für die meisten Bäume tödliche Methode. Mit ihren indonesischen Kollegen suchten die Jülicher Forscher nach neuen Wegen, um die Harzbildung auf schonenderem Weg herbeizuführen. Sie untersuchten die Reaktion des Adlerholzbaums auf verschiedene Pilzsporen. Wenn es gelänge, exakt den Pilz zu isolieren, der die Selbstheilungskräfte des Baumes provoziert und damit die Bildung des duftenden Harzes stimuliert, dann könnte man hochwertiges Öl von Adlerholz aus Plantagen gewinnen. Die Wissenschaftler hatten Erfolg, nach beinahe 4 Jahren intensiver Arbeit. Es gelang ihnen tatsächlich, bestimmte Pilzarten ausfindig zu machen und die Bäume damit gezielt zu impfen. Es würde also möglich sein, das duftende Harz in bester Qualität zu erhalten. Zusätzliche Marker würden helfen, die Herkunft des Holzes zu bestimmen. Mit diesem Masterplan zum Anbau des Adlerholzbaumes in Plantagen kehrten sie nach Europa zurück. Doch gerade als das erfolgreiche Projekt zur Rettung der letzten Adlerholzbäume starten sollte, kam der Stopp. Die Finanzierung aus Deutschland wurde von den Partnern aus der Industrie eingestellt. Zu teuer. Frustrierend für die Forscher, die eigentlich eine Lösung zur Rettung der Adlerholzbäume parat gehabt hätten. Das ist das, was wir leider sehr häufig sehen, weil einfach dieses Tal des Todes zwischen der wissenschaftlichen Entwicklung und der Umsetzung da ist. Und das ist in Deutschland sehr schwierig, das zu überbrücken. Gerade bei solchen Projekten, die sich mit Nachhaltigkeit beschäftigen, ist es für uns schon das Ziel, das auch in die Praxis rüberzubringen. Weil nur über Nachhaltigkeit zu reden, hilft der Nachhaltigkeit nicht weiter. Wir müssen es tatsächlich umsetzen. Und da ist dieses Projekt tatsächlich eines, das leider nicht so zu dem Ergebnis geführt hat, das wir eigentlich bislang wollten. Vielleicht gibt es ja noch Chancen, zukünftig das weiter voranzutreiben. Die Forscher werden sich nach anderen Industriepartnern umsehen müssen, wenn das Projekt nicht komplett im Sand verlaufen soll. Und wenn die letzten wilden Adlerholzbäume eine Überlebenschance haben sollen. Die Verantwortung, die Wälder und die Umwelt zu schützen, kann nicht allein auf unseren Schultern lasten. Wir alle sind für unseren Planeten verantwortlich. Vom Regenwald bis zum Parfüm ist es ein weiter Weg, aber ein kurzer bis zur Ausrottung des wilden Adlerholzbaumes.